Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arma 3 Ravage. Mein Name ist Martin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben einiges vor, beziehungsweise müssen noch einiges machen. Und ich hatte zwar überlegt, dass wir jetzt eine Base-Building... Sah ja schon immer so aus. Jetzt schon ein bisschen her, wo ich gespielt habe. Muss man vielleicht mal dazu sagen, ne? Das brauchen wir. Brauchen wir die Gemlights jetzt eigentlich? Ich glaube, die hatten wir weggetan. Ja, auf jeden Fall. Ach, wir haben die, glaube ich, reingetan, dass wir welche haben. Aber brauchen wir jetzt alles? Also, nee, oder? Brauchen wir jetzt alles? Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch eine Toolbox drin. Das heißt, die können wir eigentlich dort reintun, in unser kleines Lagerchen rein. Es war jetzt ein paar Tage ruhig, um nicht zu sagen ein paar Wochen. Aber ihr wisst, wie es momentan ist. Ich habe viel zu tun. Habe ich auch im Let's Create gesagt. Das kam auf jeden Fall vor der Folge schon. Es kommen auf Tage, da kommt dann richtig viel vielleicht oder da kommt ein bisschen mehr, dann gibt es Tage wieder, wo es gar nichts gibt. Der übliche Wahnsinn, ihr wisst doch, wie es läuft, ne? Was haben wir denn gemacht? Wir haben den Can-Opener hier, wie sieht's denn aus? Wir brauchen Hydration, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Dafür haben wir aber noch Pillen auf jeden Fall welches. Das heißt, das passt, damit können wir ein bisschen leben. Was ich aber gerne machen würde, ist wirklich, dass wir vielleicht was füllen. Oder wir gehen auf die Suche. Wir haben halt noch 57. Wie sieht es mit Munition aus? 5 Schuss. Also ich hätte gerne übrigens einen Schalldämpfer, habe ich entschieden. Einen Schalldämpfer, wo wir drauf hinarbeiten. Und ich soll nochmal gucken, wurde mir geschrieben, Dingsabumster. Sag schon. Stehst du? Hier gucken wir haben noch ein Magazin. Sag mal, 6 Schuss. Oh, krasse Scheiße. 6 Magazine. Nach einem Nachtsichtgerät für die Nacht auf jeden Fall, denn das werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir haben jetzt 9.03 Uhr. Wir haben natürlich den Timeskip-Profil auch noch drin zur Not. Wenn was sein sollte, hätten wir den noch. Aber wir haben Nacht und ich sehe schon, dass die Engine am Arsch ist. Okay, dann sollten wir die vielleicht mal reparieren, oder? Ich glaube, es lag am Kampf, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Lag es am Kampf? Hit Engine. Die müssen wir reparieren. Ja, you need a toolkit. Ach, komm mal, mach's mit der Absicht, ne? Merkst du selbst jetzt spielen, ne? Geht schon gut los. Ja, wie gesagt, ab und zu kommt mal Folge, es kommt auch wieder anderer Content und so weiter und so fort. Ich muss mal schauen, wie es jetzt, das liegt absolut nicht an Freddy, ihr wisst, ich liebe Freddy. Aber momentan ist Termine finden nicht von seiner Seite schwer. Ich muss sagen, ich melde mich, ich gestehe, selten bei ihm. Das liegt aber einfach daran, weil ich einfach zeitlich momentan sehr, sehr unflexibel bin. Und wenn ich mal die Zeit habe, nehme ich immer vor aufzunehmen. Das ist immer so das Ding, denke ich mir so, komm, heute nimmst du aber sowas von auf. Und Spoiler, dann passiert meistens was, dass ich es nicht schaffe aufzunehmen. Ist leider momentan Real-Life-bedingt tatsächlich sehr viel los. Und deswegen, jetzt kommt noch die Weihnachtszeit und so, meine Familie kommt zu Besuch, dann wird sowieso nichts. Und dann kommt der Jahresabschluss. Aber ich versuche euch ein bisschen Content zu liefern, ganz egal, sei es Arma oder was anderes. Versuche ich, aber wenn es halt doch mal 3-4 Wochen nicht ist, bitte nicht böse sein. Vielen, vielen Dank an die, die trotzdem treu sind und mich weiterhin unterstützen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen, vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich. Damit helft ihr mir so ein bisschen auch und wie gesagt, es kommt doch Tage, da kommt wieder mehr. Ich würde auch gerne News bringen, aber irgendwie, es gibt halt, ja, es gab das Crown Support Update jetzt bei Armor Reforge, aber irgendwie, sind wir mal ganz ehrlich, war das nicht so geil. Wo sind wir denn überhaupt? Jetzt fangen wir schon so an, ne? Ach, hier sind wir doch Base, da haben wir doch eine Markierung. Gehen wir zu der Markierung, wo wir Base haben. Ich würde sagen, wir probieren mal was. Und zwar habe ich erfahren, das ist eine radioaktive Zone, das wissen wir Bescheid. Sollten wir jetzt noch meinen, wir brauchen auf jeden Fall Schutzkleidung dafür. Wir könnten natürlich in das Gebiet gehen, das ist definitiv feindlich, würde ich mal behaupten. Oder wir gehen nochmal zum Händler, würde ich sagen, oder? Gehen wir nochmal zum Händler? War das der? Waren wir bei dem? Nee, das war doch nicht bei dem. Bei welchem Händler waren wir denn? Hier sind wir bei der Base. Ach, das war der, ne? Händler. Da steht ja auch Händler. Da fahren wir als erst hin und schauen mal nach, ob der vielleicht tatsächlich noch was für uns hat. Wo ist denn jetzt hier Dings da, Wumms da? Da, 2,1 Kilometer. Da müssen wir hinfahren. Wir schauen, ob der Nachtsichtgerät für uns hat. Das macht die Nächte angenehmer. Ich habe immer eine Helligkeit rumgeschrieben. Ich glaube, Teddy war es, der geschrieben hat, jetzt geht doch nicht immer in den Helligkeitsregler. Da hast du natürlich recht. Ich soll in den Gamma-Regler gehen. Oder wir besorgen uns jetzt einfach ein fucking Nachtsichtgerät. Ja. Oder wir besorgen uns ein fucking Nachtsichtgerät. Und irgendwann hätte ich auch gerne ein neues Auto. Also das Auto ist okay. Finde ich jetzt aber... Ja, ich sag mal, ne? Gibt auch schönere Autos. Weil das ist relativ kaputt. Da habe ich keine Lust drauf. Also, gut, am Ende ist ja nicht so, dass wir damit zur Autoshow gehen und so weiter und so fort, ne? Aber Fakt ist, es wird auch übrigens sicherlich, gehe ich gar von aus, habe ich auch gesagt, eine Base-Building-Folge geben und so weiter und so fort, wo wir ein bisschen was bauen, einfach eine große Basis bauen, das immer weiter und weiter verbessern. Das werden wir auch hinkriegen, machen wir auch. Habe ich aber heute nicht so richtig Lust drauf.
Muss ich sagen, habe ich heute nicht so richtig Lust drauf, deswegen gibt es das heute nicht. Sondern ich will heute noch ein bisschen farmen, will noch ein bisschen Equipment sammeln, schauen, dass wir weiterkommen. Ich hätte, wie gesagt, gerne noch einen Schalldämpfer, aber ich glaube einfach, das wird uns helfen, dass wir die Zombies ausnocken können und in Ruhe looten können. Denn looten müssen wir auf jeden Fall viel. Oh, jetzt wäre ich fast auf ein Ding gefahren. Und das ist Stein, das hätte erstmal wehgetan, tatsächlich. Looten müssen wir auf jeden Fall viel, tatsächlich, weil, da war doch was, oder? Nee, okay, doch nicht. Dachte, da war was. War ich überhaupt richtig? Ich bleibe erstmal hier stehen, wa? Wo sind wir denn gerade? Achso, wir sind hier, ne? Irgendwo, warte mal, was haben wir, eine Kurve? Haben wir ein Ding? Wow. 108, 83. Was, 83? 38, okay. 83 wäre hart gewesen. 108, 89, also hier sind wir, okay. Da sind wir ungefähr, das heißt, wir können auch einfach quer Feind einbauen, ne? Würden wir auf jeden Fall Weg sparen. Obwohl, müssen da eh vorbei, also ist eh scheißegal. Ist gut, wie gesprungen, müssen wir eh vorbei. Da können wir auch nicht offiziell den Weg nehmen und ich habe Angst, dass ich sonst mich kaputt fahre. Ich hätte, wie gesagt, auf jeden Fall gerne noch ein neues Auto für uns. Das sowieso. Die Base werden wir weiter upgraden. Und ich bin auch, sage ich dir ganz ehrlich, noch nicht sicher, ob wir da bleiben werden. Das wird dann super nervig mit den Umbauen und so weiter und so fort. Aber wir haben ja Zeit, ne? Gibt's halt 300 Folgen, wa? So, auf 5 Jahre verteilt. Gibt's dann schon aber 4. Oder aber 5 wurde geankündigt. Ja gut, da sind wir uns einig, dass das nicht passiert, aber 5 schon angekündigt. Da sind wir uns mal ganz sicher einig. Dass das nicht passieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dass das nicht passiert. So, aber es fängt an zu regnen. Gut, das interessiert uns relativ wenig. Wichtig ist, dass wenn ein Sturm kommt, dieser Sturm, da müssen wir echt aufpassen, wenn wir keine Schutzkleidung haben, sind wir echt ausgeliefert. Wir wissen nicht, wann das kommt, glaube ich. Ich weiß nicht, es wurde nicht geschrieben. Ich glaube, das ist zufällig, ne? Wann dieser Raketenangriff kommt oder wann auch der Sturm kommt. Das ist halt echt auch ein bisschen risky, immer das Ganze zu gehen, ne? Wir hatten bisher immer Glück, da waren wir in der Nähe von der Stadt oder in der Stadt selbst. Und kann mir jemand erklären, warum das Ding nur 40 fährt? Ist das immer nur so langsam gefahren? Ist es immer nur so langsam gefahren? Ich habe keine Ahnung. Oder? Wir fahren erstmal noch weiter weg. 1,9 Kilometer sind es noch. Ist noch ein Stückchen. Und ich höre schon wieder Gewitter. Beunruhigt mich jetzt relativ wenig. Ist das normale Gewitter. Das ist mir noch relativ egal. Da unten waren wir schon. Da unten sind auch schon Zombies. Die sehe ich doch schon da unten. Die kleinen Schlawiner. Na? Da ist ein Auto. Oh, jetzt habe ich einen Leck. Uff, jetzt hätte ich aber fast... Jetzt wäre was schief gegangen. Ihr seht, es gibt gerade keine Webcam. Einfach, ja, ich hatte irgendwie keine Lust auf Webcam. Das ist eine einfache Ausrede. Ich wollte einfach so ein bisschen gechillt aufnehmen. Ich sitze hier momentan mit 2 Pullovern auch irgendwie. Ich bin momentan so kälteempfindlich. Das ist so schlimm. Vor allem draußen, Leute. Es ist so kalt. Es ist einfach nicht mehr meine Jahreszeit. Seitdem ich so viel abgenommen habe, ist das nicht mehr meine Jahreszeit. Kannst du vergessen. So, da unten ist ein Auto. Müssen wir jetzt aber noch nicht hin. Also, waren wir eh schon. Aber wir würden... Alter, fahrt doch mal hinne. Die Tempomat an, oder was? Der fährt ja super. Ist der schon immer so langsam gefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist schon wieder so lange her, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir so lange gefahren sind. Wenn wir so lange brauchen... Das war doch nie so lange. Und ich habe entschieden, wir werden erstmal in Richtung Norden ein bisschen fahren. Wir haben, ich kann mir auch überlegt, da habe ich mir überlegt, wir könnten eigentlich auch 2 Bases aufbauen. Wieso immer nur mit einer Base? Wir können da alles vollstopfen auf der einen Seite. Wir können aber uns auch Sicherheitsbase aufbauen. Denn, wenn wir irgendwann... Ich hatte, ich habe da was gehört, Freunde. Ich spüre euch. Wir fahren da lang. Wir können natürlich auch verschiedene Bases aufbauen. Das sollte ja kein Problem sein, würde ich mal behaupten, ne? Lass das ein Zombie sein. Er ist ein Zombie. Da habe ich weniger Sorge. Von Zombie habe ich weniger Sorgen. Schlimmer finde ich KI-Soldaten. Oh nein, wir gehen doch zum Händler, ne? Oh nein, wir gehen doch zum Händler. Was ist das? Oh. Sorry, ich muss los. Wir gehen doch zu dem Händler. Oh, da sind auch mal Kämpfe. Gute. Freut mich, euch kennenzulernen. Wir müssen hier aber mal weiter. Sorry, ich habe keine Zeit für euch. Aber ich habe mal gar keinen Bock jetzt auf euch. Habe ich jetzt mal so richtig 0-0-0 Bock. Hallo? Und ich glaube, Ronny war das so schön. Ich hatte letzten, in irgendeiner Folge habe ich gesagt, es geht gar nicht um die Klicks und so bei Ravage. Bei so krass sind die Klicks nicht. Allgemein momentan. Also News, wie gesagt, passiert momentan eh nicht viel. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist immer sehr, sehr viel Aufwand, auch Aufwand nutzen.
Aber da wurde ein Schüler, ich glaube, es war Ronny. Ronny, berichtige mich, wenn du es nicht warst. Und wenn doch, nimm mal, wenn du es nicht warst. Oder nimmst einfach das Lob an dich, das ist auch okay. Das war richtig useless, wie wir gefahren sind. Merkt ihr selbst, ne? War richtig kacke. Da siehst du mal, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Aber das ist ein Haus, ich sehe schon, es fängt an zu stürmen. Aber es sieht noch gut aus. Auf jeden Fall hat er geschrieben, es sind Leute wie ich und andere deutsche YouTuber, kleine YouTuber auch vor allen Dingen oder allgemein YouTuber, die Arma 3 so ein bisschen am Leben halten. Und da hat er recht, das ist schon schön, das zu hören. Das ist mal super ehrenvoll natürlich für mich, auch sowas zu hören. Ich natürlich gerne mit. Aber, ja, ist natürlich trotzdem mal schön, auch sowas zu hören. Obwohl, man kriegt ja eigentlich... Klingt jetzt voll blöd. Jetzt kommt gleich... Ah, jetzt wird aber über mich. Da fahren wir richtig... Ja, laut Ding Ding nur 1 Kilometer. Na gut, dann glaube dem mal. Oh, da ist ein Zombie. Gut, dass ich gehalten habe, während dort ein Zombie war. Hm. Wo sind wir denn? 100? 042. Ist der schon wieder rennt? Kann ich das kurz machen? Nee, kann ich machen. 142. Warte mal, 100? Das müsste ja hier sein. 42, das heißt hier. Okay, dann müssten wir ja gleich rechts abbiegen. Warte mal. 142. Da sind wir auch zu weit gefahren. Der hätten wir doch rechts rumgemusst, oder? Nee, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Wo habe ich jetzt die Markierung gesetzt? Bin ich blöd? Und auch hier hätte ich keine Antwort. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich so hart verwirrt. Oh oh. Leute, muss los. Lasst mich. Lasst mich jetzt in Ruhe. Ich fahr gleich wirklich Feld ein und es wird auch neblig. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Okay, wir müssen irgendwann auf jeden Fall links abbiegen. Ich würde gerne mal auf die Karte gucken und mich auch zurechtfinden. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, es ging gerade um YouTube und am Leben halt von Arma 3 und sowas. Das ist auf jeden Fall schön, immer zu lesen. Und Reforger, ich wünschte mir, da gibt es auch mehr Content, weil ich Reforger an sich eigentlich ein schönes Spiel finde. Aber für mich gibt es dort einfach aktuell auch wenig Content. Auch wenn die Performance des Aufnehmen 1000-mal besser ist als bei Arma 3 stellenweise. Aber ja, mir fehlt halt ein bisschen Content tatsächlich da drin noch. Der liebe Diffy hat mir ja Scum geschenkt. Vielen, vielen Dank für. Ich habe letztes Wochenende mal versucht, eine halbe Stunde reinzumachen. Der hat mir auch angeboten, wirst du auch wahrscheinlich sehen hier, dass er mir helfen will und sowas beim Reinkommen. Aber wie gesagt, zeitlich finde ich momentan nicht mal einen Aufnahmetermin Freddy, um eine halbe, dreiviertel Stunde aufzunehmen. Und ich habe gedacht, Mensch, da musst du ja auf Vitamin A bis X achten, Magnesium und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob mir das dann schon ein bisschen zu komplex ist. Aber gut, kann natürlich als Übungssache sein. Aber ich sag mal, im neuen Jahr wird das bestimmt besser, ne? Wir fahren so falsch, ne? So, ich guck jetzt hier. Lasst mich jetzt mal gucken. Wo sind wir denn? Also, wir sind bei 0,95,48. Was? Kam ich jetzt so schnell, ja? 0,95,48. Das wäre hier. Richtig? Ja, fast. Siehste? Bauen wir das. Immer gut. Das heißt, ich fahre doch jetzt weiter. Das heißt, ich bin doch sowas von falsch gefahren. Das ist doch der Händler. Hä? Denn ich hier da, dann fahre ich hier jetzt rechts, links rum. Und dann bin ich schon da. Gut, dann muss ich da vorne links rumfahren. Okay. Dann müssten wir gleich auf dem richtigen Weg sein. Vielleicht schaffen wir es noch, ohne Sprit komplett kaputt zu haben. Und vielleicht kommen wir an, vielleicht aber auch nicht. Werden wir sehen, ne? Wird ein bisschen Überraschungseffekt. Hör auf, ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich bin immer noch am Reden. Also. Okay, das sind Zombies. Mache ich mir weniger Sorgen. Ah, hier ist links. Okay, da passt das. Da sind wir richtig. Und ja, wir werden schauen, dass wir uns natürlich auch die Zeit zur Arma 4 noch irgendwie so gut wie möglich halten. Wird auch mal aufwendigere Schnittprojekte geben. Momentan arbeite ich halt auch viel Scumbars. Genau, seht ihr, Thema, ne? Wie das immer ist. Ich arbeite an der Tag X-Reihe aktuell. Da gab es schon den Prolog. Der kam sehr, sehr gut an. Da spielt übrigens auch Freddy mit. Also wie gesagt, es tut mir leid, Freddy. Ich würde sehr gerne viel mehr mich melden. Aber momentan ist, wie gesagt, oft auch phasenabhängig, wie es mir persönlich geht. Das hatte ich in einem Video auch drüber gesprochen. Und dann noch die Zeit. Und das beides kombiniert chaotisch. Aber auf jeden Fall werden wir uns schon die Zeit, wir kriegen das schnell bis Arma 4 uns zu beschäftigen. Irgendwie. Das kriegen wir hin, Leute. Das schaffen wir. Da bin ich zuversichtlich. Das halten wir durch. Wie gesagt, wird aufwendigere Projekte geben. Wie gesagt, am Tag X-Projekt sitze ich sehr, sehr häufig. Da sitze ich echt viele Stunden auch dran. Über so abends mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder so.
wenn ich keine Lust habe aufzunehmen, aber einfach für mich was zu machen, weil das ist sehr viel Aufwand. Hier nochmal danke an Adi, der das überhaupt ermöglicht mit Server-Hosting und so weiter und so fort. Ist natürlich immer viel Aufwand, aber das macht halt Spaß. Die Resonanz ist sehr, sehr positiv und das ist tatsächlich was, was ich auch sehr schön finde und was mir auch hilft, weiterzumachen. Alter, jetzt haben wir die ganze Folge dann, wenn wir da sind, haben wir eine Folge damit verbracht, nur zum Händler zu fahren. Wirklich, Leute? Und dann gehen wir mal in der nächsten, aber jetzt, da müssen wir noch mal ein bisschen klar Schiff machen. Wir bereiten uns mal auf die Nacht vor, versuchen das irgendwie hinzukriegen. Klauen noch ein paar Autos. Das ist schöner als unsere. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben aber ein Toolkit, wir könnten zwar nur doch irgendein random Auto einfach reparieren, ne? Wir müssen auf jeden Fall auch tanken. Also, wenn ich das gerade sehe bei uns, oder die Waldfee. Ist ein bisschen was vor. Ich mag Ravage. Also Ravage ist echt schön, macht Spaß. Ah, guck mal, hier waren dann die KI-Soldaten. Die kommen bestimmt wieder, das sehe ich doch schon. Der Respawn passt nämlich immer sehr gut. Die kommen nämlich immer, wenn wir hier sind, habe ich das Gefühl. Genau deswegen machen wir mal Folgendes. Ihr wisst, wie es läuft. Da habe ich mich nicht verändert. Alter, am 13.10. habe ich zuletzt gespielt. Das ist krass. Das ist halt echt schon ein bisschen her, ne? Das hat schon echt lange her. Oh, das ist ein Zombie. Hallo. Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Eigentlich schon. So, wie gesagt, ich hätte gerne Schalldämpfer, Nachtequipment und dann können wir richtig Let's Go machen. Dann können wir richtig vernichten gehen. Ah, guck mal. Aber ist cool. Es speichert halt echt alle Items, die wir auf dem Boden liegen. Wir können einfach alle Sachen platzieren. So. Alter, das ist der. Macht doch keinen Scheiß. Ich speichere jetzt hier noch einmal. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir haben. Das habe ich nämlich tatsächlich voll vergessen, ne? Wie viel Geld wir haben. So, Händler, Bruder, wir müssen hier mal ganz kurz reingehen. Gearshop. Find your current cash. 4300. Faceware. Gasmask. Ah, wir können ja eine Gasmaske holen. Wäre natürlich sinnvoll. Wie kostet die? 5000? Ja. Also. Also 5000 ist halt schon viel, muss ich sagen. Uniform. Ich glaube, es war auch wieder hier, na, sag schon. Diffy, ich bin mir ziemlich sicher. Obwohl, kann natürlich auch wer anders gewesen sein, der gesagt hat, kauf dir doch jetzt einfach ein Nachtsichtgerät. Ich habe was gehört. Hey, ich habe euch gehört. Macht doch keinen Scheiß. Ich habe übrigens Dina-Sound jetzt noch aktiviert. Dass er Bescheid ist, ne? Ja, das bin ich. Macht doch keinen Scheiß. Ah, hier haben wir doch. Nee, warte mal. Hä? Ah, hier, guck mal, hier, guck mal. Ah! Nee, warte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, wir machen gerade was falsch. Also, bist du... Hör jetzt auf. Zombie? Ich höre dich. Ah. Kannst du jetzt bitte... Ich höre da was stöhnen. Wenn ich jetzt aber schieße, dann sehe ich doch schon wieder, dass Folgendes passiert. Dann kommen doch hier gleich wieder Leute. Wir können auch einfach mal kurz fahren. Ach, guck mal, hier kommen Items. Was hier drin vielleicht? Medical Items, Essentials. Magazin kann man hier kaufen. Buy Select. Ah, hier kann man Magazin. Scopes. Jetzt habe ich halt Angst, dass ich den falschen nehme, ne? Okay, probieren jetzt was, Leute. Dann haben wir zwar noch kein Nachtsichtgerät, aber... Alter, jetzt hör doch mal auf! Da. Ja gut. Deswegen will ich einen Schalldämpfer... Alter, bist du blöd? Hallo? Hallo? Kann ich ihn looten? Das war halt so behindert jetzt zu schießen, ne? Das war halt echt ein Fehler. So, jetzt sind wir uns bei. Oh, ich werde echt paranoid bei dem Spiel, ne? Wie gesagt, aktuell keine Cam eingeblendet. Alter! Gut, du hast einen Rucksack, Bruder. Und? Erwischt natürlich nicht. Das ist übrigens... Ich glaube, die Mod ist zu hart eingestellt wieder. Oh Gott!
Leute, da muss ich mich beeilen. Also, so kann ich nicht arbeiten, ne? Ich würde jetzt gern... Darf ich jetzt oder ist okay? Kann ich das verkaufen? Das wird direkt verkaufen wieder. Da sehe ich mich ja ein bisschen, ne? Hier, willst du mein... Hab ich gerade gefunden, Bruder. Guck mal, wir können hier mal... Backpack, nehmen wir den. Und den kann ich dir verkaufen. Ja, aber hallo, natürlich kannst du den haben. Da muss ich aber jetzt mal sagen, hallo. Was habe ich da gerade genommen? So, einen Rucksack habe ich gekriegt, 6,50. So, darf ich jetzt oder? Mein Gott. Katastrophe, Leute. Katastrophe, das sind die Sachen. Not interested. M4A1, yo, die kannst du haben. Nein, die kannst du nicht haben, was laber ich da? Dann brauche ich Item Shop. So, jetzt möchte ich gerne in Ruhe gucken, ne? Ein Geigerzähler, natürlich auch nicht schlecht, ne? Sleeping Bag. GPS. Eine Hose. Achso, hier für... Werde ich mich nie dran gewöhnen. Medical Items. Anti-Rats. 1000 kostet ein scheiß Wasserpille, ne? Krasser Scheiß. Clean Wasser kostet 200. Wie viel haben wir denn noch? Jo, 42. Da gehen wir gleich in der Nacht los. Was ist los? Wenn wir mal hier endlich finden, dass wir dieses scheiß Item... Scopes, die brauchen wir jetzt aus... Doch, ein Scope hätte ich halt auch gerne. Ein Scope wäre halt schon noch nice, ne, Leute? 1600, ja, also. Na, guck, wie sie ist halt aber schon geil. Das kaufen wir uns mal direkt. Das setzen wir hier direkt drauf. Und jetzt kriege ich gleich die Meldung. Das geht übrigens nicht auf der... Das wäre so lustig gewesen, wenn es jetzt einfach nicht gegangen wäre, ne? Das wäre einfach so lustig gewesen, wenn es nicht geklappt hätte und wir es für umsonst ausgeben. Wenn... Eigentlich wäre es traurig gewesen, aber ist mir auch egal. So, warte, wie viel Geld haben wir jetzt? Ich habe schon mal vergessen. Your current cash. Ich höre doch schon wieder was. Ich gehe jetzt nochmal hier einen Schalldämpfer mir holen. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu spielen. Ist das der? Ich probiere jetzt was. Ich möchte das jetzt probieren. Das sind halt 2000, Leute. Ihr wisst, wie es ist, ne? Ihr wisst, wie es ist. 2000 ist halt schon eine Menge Geld. Man hätte auch einfach... Running Knife, nein. Walker, Grid Zero, Niner, 1, 0, 3, 8. Ja. Oh, es geht. Nice. Das ist gut, das heißt, wir können zwar jetzt noch nicht so, aber wir können die Leute auch mal die Zombies nachts abschalten. Wenn wir sie übertreffen, ne? Oh, schon angenehmer. Das ist aber super viel, Mann. Seht ihr das? So, ich muss jetzt mal hier, Leute. Ich kann so nicht arbeiten. Gear Shop. Trader. Das wäre nicht irgendwie so. Hier. Sell. Wir haben sau viel Geld ausgegeben, aber das war es tatsächlich schon wert, ne? Weste ging, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube... Oh, Kompass. Oh, den habe ich verkauft, ne? Da sehe ich mich doch ein bisschen. Alter, wie viele Zombies sind denn das hier? Kann ich hinlooten? Nein. Aber mit dem Schalter etwas mal deutlich angenehmer, ne? Ja, Bruder, ich müsste dann mal hier mal, ne? Ganz kurz hier wieder. Ihr wisst doch, wie es läuft, ne? Könnt ihr mal ein bisschen näher bei mir sterben? Das wäre ganz nice. Danke. Das wäre für zukünftige Tote angenehm. Ich kann so nicht arbeiten. Wir sind schon daran, uns besser zu equippen. Also es läuft schon voran, dauert halt immer nur ein bisschen länger, ne? Backpack. Oh, 2500? Ich hätte gerne noch so einen, bitte, ja. Warte mal, den konnte ich nicht mitnehmen. Den konnte man nicht verkaufen, ne? Sonst würde der nicht hier unten liegen, ne? Klar. Oder geht der mittlerweile? Nein. Voll die Verarsche. Hier ist also... Hier haben wir den Scheiß hingelegt, der nicht zu verkaufen geht. Echt selten, Mann. Das ist schon irgendwie sautraurig, Mann. So. Wo ist eigentlich eine Tanke? Wir müssen dann auf jeden Fall tanken. Wie spät haben wir es? Wir haben 12.46 Uhr. Aber also easy Zeit. Wie gesagt, Westen ging, glaube ich, nicht und sowas. Das kann man nicht machen. Aber wir konnten... Ist was anderes verkaufen. Ich glaube, die Leichen sind irgendwann am Despawn. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die irgendwann weggehen. Aber den Rest... Ist hier noch was drin? Können noch mal da gucken. Ich vergesse mal hier reinzugucken. Macht ja immer Sinn, da reinzugucken. Weil wenn das nur Geld ist oder so, dann kannst du ja nicht viel machen. Ne? Aber ich glaube, da war nichts. Habe ich jetzt einfach entschieden.
So, Bruder. Hier sind gerade keine Zombies. Wir müssen das hier mal kurz was verkaufen. Parisan. Aber hier habe ich zum Beispiel zweimal Gemlights Blue, die nichts gegen Ken oben, 250 Banknoten. Jo, sie sind halt 20. Das ist halt gar nichts. Aber ist egal. Besser als nichts. Ja, kein Wunder, warum du pleite bist, wenn du das ständig machst. Brauchen wir eine Handfeuerwaffe jetzt noch? Nein. Hätte ich bereut. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich gerade so, oh, bist du dumm. Ja, dann habt ihr nicht so unrecht. Kompass haben wir schon ein. Jo, 50, aber immerhin, ne? Anti-Rats können wir nicht verkaufen. Ein Hunting-Knife, so ein Knife. Ah, das ist der Händler, was ich ihn gekauft habe, ne? Was ich ihm schon alles gegeben habe, oder? Aber das ist das, was er nimmt? Ist das rechts, was er nimmt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich finde so ein Tüno krass. Nein, auch heute wird wieder so ein Ding, wenn ich jetzt einmal angefangen habe, ne? Also, wir haben ja jetzt gelernt, hier was zu verkaufen. Die MPT konnte ich nicht verkaufen, ne? Oder? Bist du blöd? Verkauf doch nicht die RPG. Ich will das doch nur probieren, Leute. Die ging auch nicht. Die wissen schon wieso. Und nicht mal die Heatgranate. Nichts kann man verkaufen. Aber die können wir jetzt eigentlich offen lassen, ne? Die können wir nutzen, wenn es mal hart auf hart kommt. Da haben wir die M110, die haben uns nämlich hier gekauft. Das weiß ich. Extra. Die werden natürlich jetzt nicht verkaufen. Wäre natürlich Quatsch, ne? Aber es ist auf der anderen Seite halt super schwer. Das heißt, wir sind übelst langsam. Ah, schwierig. So, Ken Omna, Fakt ist, wir sind jetzt hier erstmal durch. Wir haben kein Nachtsichtgerät. Okay. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder Flame in die Kommentare. Bist du behindert? Möchte sein. Aber darum geht es ja gerade nicht. Um mich geht es hier nicht. So, warte mal. Wo ist denn die Tanke? Ist da oben eine Tanke? Und vor allem jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Habe ich noch genügend Sprit bis zur nächsten Tanke? Hier oben, da gehen wir jetzt hin. Das ist wie weit? Das heißt, wir haben noch die Hälfte. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir fahren jetzt vorne rechts. Rechts. Dann fahren wir da hoch. Hör mal jetzt auf. Das heißt, wir fahren hier links. Das können wir sogar lassen. Dann fahren wir hier rechts. Wir fahren mal oben rum. Dann fahren wir hier rechts. Und dann müssen wir hier nochmal rechts fahren. Und dann müssten wir eigentlich ankommen. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt zurückfahren? Wir können mal speichern, ne? Haben wir lange nicht gemacht. Haben wir lange nicht gemacht. So, mal kurz safen und so. Vielleicht nicht verkehrt. Und los. Hab schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Das sieht gut aus, da habe ich eine Markierung gesetzt. Auf GPS, das nehmen wir. 1,8 Kilometer sollte reichen. Wir müssen dann auch mal irgendwann mich dran gewöhnen, dass ich die Sachen... Die habe ich ja schon länger nicht gekillt. War das vielleicht andere Überlebende? Werde ich ja gleich sehen, wenn ich sterbe. Werden wir gleich merken, ob das andere Überlebende waren oder nicht. So, wir haben es 13.22 Uhr. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Nacht überspringe ich übrigens auch nur, nicht weil ich Angst in der Nacht habe, das auch, aber darum geht es ja wieder nicht. Sondern eher einfach, weil, ganz ehrlich, ihr seht nichts, ich sehe nichts, das ist Quatsch. Und ihr wieder durchrennt. Ich weiß, da hat auch einer geschrieben, und das, ich kann es verstehen. In echt würdest du auch nichts sehen, und das stimmt natürlich, ist aber für die Unterhaltung eher semi-optimal. So blind. Ich erinnere mich, als wir durch die Pampa gefahren sind. War aber schon lustig, Junge. Und ich hätte gerne irgendwann mal ein Auto, was richtig Licht macht. Das wäre auch was Nices, ne? Muss ich sagen. Das wäre halt auch gar nicht schlecht. Aber wir haben erstmal einen Schalldämpfer. Wir sind also weiter vorangekommen. Wir hätten auch noch einen Tankkanister, merke ich. Also wenn wir in der Pampa stehen bleiben, wir haben noch einen Tankkanister, ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, außer zu sterben. Von daher easy. So, wir fahren hier lang. Oh Leute, die werden Weihnachtsfeier, ich schwöre euch nicht, ich war so hacke. Wie kommt der jetzt da drauf? Ist eine gute Frage. Wenn ich fahre, kommen immer die dümmsten Ideen und Einfälle. Oh, ich war so durch, Leute. Ich war einfach so kaputt. Kennt ihr das? Wenn ihr am nächsten Tag denkt, und am nächsten Tag ging es direkt weiter. Habe ich mich nochmal jung gefühlt. Habe ich mich nochmal echt jung gefühlt. Ich habe es im Let's Create auch gesagt. Im Let's Create, so rum. Ja, momentan ist, wie gesagt, habe ich auch vorhin angedeutet, relativ viel los. Auch weil ich jetzt im März die neue Position endlich bekomme. Eigentlich sollte das schon viel eher stattfinden. Jetzt ging es aber, naja, Bürokratie, doch erst später. Bis dahin muss ich noch viel vorbereiten, plus Jahresabschluss.
Es wird noch ein bisschen Aufwand werden, aber ist okay. Das werden wir auch überstehen, denke ich mir so. Deswegen hat auch momentan einfach die Arbeit logischerweise Priorität. Nichtsdestotrotz versuche ich euch, schon wie am Anfang der Folge gesagt, Unterhaltung zu bieten. Ey Leute, ich wünschte mir tatsächlich in der Infusion Engine jetzt schon in Arma 3 mit allen Mods. Das wäre so geil, Leute. Oder Arma Reforged haben schon alle Mods. Ich bin gespannt, wie das mit Arma 4 wird. Ich habe ja auch angefangen, mich mit Map, also Terra-Building zu beschäftigen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ab brauchst du wieder viel Zeit. Und momentan bin ich halt wieder im Tag X-Reihe und sowas drin. Oh, das sind Zombies. Leute, da muss ich kurz los. Ich dachte tatsächlich, das wären eigene, das wären andere. Da muss ich aber los. Der hat auch mal einen Rucksack, habt ihr gesehen? Egal, wir müssen auch mal vorankommen. Boah, ich schwöre, ich dachte, der fährt, ne? Ich dachte echt, der fährt. Hä, war ich richtig gefahren? Achso, ja, dann muss ich da vorne wieder rechts fahren. Ja, okay. Wir fahren jetzt mal ein ganzes Stück weg, um dann wieder hinzufahren. Ich habe das Gefühl, das war nicht der schlauste Weg, aber da sehen wir mal was anderes. Was wollte ich denn sagen? Also genau, in Arma 4, also wenn ich glaube ich erfahre, dass man Terrains einfach importieren kann, auch die mit Arma Reforger Setting, Assets, in Arma 4, wenn das klappt, weil es dieselbe Engine sein wird, nur ein bisschen verbessert und so, dann glaube ich, könnte ich wieder Spaß am Terra-Building finden. Der Gedanke jetzt aber, anderthalb Jahre mich damit zu beschäftigen, eine Map fertig zu kriegen und dann ist einfach alles für die Katz und sie nutzt keiner, schreckt mich ein bisschen ab, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da ein bisschen zimperlich, aber das schreckt mich ein bisschen ab. Oh, wir könnten mal aber mal kurz halten, oder? Hier ist ein Haus. Hallo? Ist hier jemand? Da kriege ich doch was. Da sehe ich doch was. Was ist das denn, Alter? Boah, das war gar kein Zombie. Das war einfach krass. Hallo, hier bin ich. Ist da wer? Guck mal, hier ist was. Wahrscheinlich werden wir Sachen doch irgendwann mal doppelt looten. Oh, okay, warte mal. Wir müssen dann wieder später verkaufen. Keine Ahnung, ob es das wert ist. Müssen wir halt immer später schauen. Kann ich selbst wieder doppelt looten? Ist halt für mich schwierig, wenn wir in der Map sein. Ich versuche aber so ein bisschen das natürlich beizubehalten, dass es nicht passt. Dass wir uns nicht zu viel doppelt looten. Ich einfach. Nee, da ist ja gar kein Weg. Ich wollte gerade fragen, ob ich da lang fahren können, aber das ist ja Quatsch. Kann ich natürlich nicht fahren. Wie soll ich denn da lang fahren? Ist ja Wald. Also ich könnte über den Wald fahren, aber. Weiß nicht, das Auto hat ziemliche Geschwindigkeitsprobleme. Das möchte ich nicht riskieren, liebe Community. Das möchte ich nicht riskieren. Wieso war gerade der Bildschirm so verschwommen? Okay. Lassen wir mal so im Raum stehen. Bilden wir jetzt nicht tot oder so? Oh, weak. Was ist denn weak? Ich glaube, durstig? Nee, was ist denn weak? Schwach? Schwach? Ja, warum? Aber warum? Ich muss, warte mal, eine Frage. Muss ich schlafen? Alter, ich brauche dringend was zu trinken, Mann. Muss ich echt, mal. Muss ich schlafen? Muss ich schlafen? Nein, oder? Keine Ahnung. Aber liebe Community, ich würde sagen, wir nutzen die Fahrt so ein bisschen, um jetzt mal zu pausieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Lasst einen Daumen da, um das Video zu unterstützen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Denkt dran, ihr seid die Besten, keine anderen. Euer Martin. Macht es gut. Ciao.